So, da sieht es doch schon mal nach was aus. Und dann haben wir die Wand hier auch fertig. Und so sieht es dann aus in der bekloppten Anstalt. Hilfe, lass mich raus, lass mich raus. Oben ist es jetzt noch ein bisschen hölzern. Ich wollte auch oben den Rand oder hier den Rand, wollte ich in rosa auskleiden als Element. Oder vielleicht hier so ein Mädchen-Kinderzimmer draus machen, wo die ganzen Zombies dann immer schön spielen mit Barbie und so. Einfach ein bisschen realistisch halten, ne, das Ganze. So, das ist jetzt hier unser... Oh, das sieht ein bisschen aus wie... Boah, da weiß ich, was ich mache. Da habe ich eine geile Idee, was ich hier machen kann. Die ich euch natürlich noch nicht verrate. Oder? Ich weiß natürlich nicht, ob das hinpasst. Nee, das passt nicht. Hier zwei, da in der Mitte ein weißer. Ich probiere das einfach mal. Man wird es auf gar keinen Fall erkennen, da bin ich jetzt schon sicher, einfach weil... Ja, einfach weil, ich bin gerade im Überlegen, einfach weil Minecraft so eine Pixel-Grafik hat. Scheiße, wir haben nicht mehr so viel von den Rosen. So, dann das da mit rein. Ja, ich weiß, ich sollte lieber Schafe damit färben, aber wir haben leider gerade keine Schafe hier parat. Und ich würde es ja zu gerne mal probieren, wie das aussieht, wenn ich das so mache. So, und das gleiche müssten wir jetzt hier eigentlich auch noch machen. Nein, das müssten wir hier machen. Eigentlich müsste es hier hin. Scheiße, ist dann nicht ganz symmetrisch. Ah, kacke, da müsst ihr im Boden noch zwei runterreißen. Blöd. Was ich vorhatte, war nämlich das Armorcam-Zeichen, nicht das Armorcam, die Umbrella Corporation, das Zeichen hier hinzumachen. Und dann schön alles in weiß lassen, so quasi als wissenschaftliche Forschungsstation. Aber ich glaube, das müsste ich, wenn dann auch, auf dem Boden machen. Probieren wir das mal aus. Wir haben ja Zeit, das Let's Play geht ja noch ein bisschen. Da müssen wir uns ja jetzt nicht hier mega sputen. So, der Zombie-Spawner sollte direkt drüber sein, über dem Umbrella-Zeichen. Das heißt, wir können dann hier hinbauen. So. Und dann, huch. Ja, hier sitzt es dann auch. Es wird nicht, es wird natürlich nicht originalgetreu aussehen. Kein Stück, weil es einfach viel zu verpixelt ist. So, und dann hier nochmal da. Und da und da. Aber ihr wisst ja im Herzen, um was es geht, nicht wahr, liebe Freunde? So, dann sammle ich hier die rote Wolle nochmal ein, dann probieren wir es gleich nochmal. Ich hoffe, es wird jetzt nicht dunkel in der Zwischenzeit. Hat ja immer die Angewohnheit, dunkel zu werden, wenn ich hier unten bin. So, schnell die weiße Wolle dahin und jetzt mal gucken, da, da, oh doch, es wird gerade dunkel, glaube ich, oder? Nee, doch nicht, das ist eine Wolke. So, hier. Da, da, da. Das machen wir zu und dann machen wir hier unten einfach mal zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt hier noch rein. Lala. Und dann da mit der weißen Wolle machen wir uns wieder rote. Vier reicht natürlich nicht aus. Scheißendreck. Naja, was soll's. Oh, die schönen roten Blümchen. So, la hin, 2, 3, 4. Und dann hier nochmal 1, 2, 3, 4. Gut, sieht jetzt... Ja, sieht jetzt ganz falsch aus. Es sieht überhaupt nicht aus wie ein Regenschirm. Es sieht eigentlich aus wie etwas... Sieht aus wie ein altes Ritterkreuz oder sowas. Ja, ist ja super gelungen. Ich glaube, das lassen wir dann immer lieber. Aber hier könnte man dann halt super eine Stahltür reinmachen, ne, weißt du? Und dann hier so eine ganze Forschungsanlage. Und dann könnte man damit nämlich wieder eine Mine rechtfertigen. Ich weiß nur nicht, ob ich das da lassen sollte. Das weckt irgendwie ganz falsche Assoziationen, ne? Also da muss ich mal, das wäre fast schon ein bisschen peinlich. Habe ich ja gar nicht dran gedacht. Ich wusste gar nicht, dass die früher so eine Pixel-Arts-Leute waren. Gut, dann machen wir eben unser eigenes Logo. Ich dachte ja, wäre lustig mit Umbrella, aber Umbrella sieht ja jetzt mehr aus wie Nazi-Zeit so ein bisschen. Das ist vielleicht keine so gute Idee.
Verdammt. Ich habe mich gefreut. So, pass mal auf. Dann machen wir das mal alles ein bisschen kurz und schmerzlos. Zu und 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 auch zu. Das lassen wir mal übrig und da können wir jetzt aber so, ne? So, das würde ja gehen und jetzt können wir ja hier, da machen wir jetzt nochmal einen rein. Machen wir einfach unser eigenes Logo, das dann zwar auch nicht so ultra hübsch ist. Wir machen einfach das, was sich hier am schnellsten anbietet. Ja, sieht, also ultra hübsch ist eine Untertreibung, es ist total schäbig. Mach ich das mal anders. Mach das mal anders. Ich probiere ja noch, ich bin da neu hier im Logo-Design. Für Untergrund-genetische Versuchsmutationslabors, da kenne ich mich leider nicht so aus. Wenn ich hier jetzt... Ach, hier hatte ich ja gerade. Wenn ich einfach hier mal so einmache... So. Sieht doof aus, aber man kann hier notfalls noch... Haben wir vielleicht noch zufällig... Wir haben hellgraue Wolle dabei. Ich probiere es mal mit hellgrauer Wolle als Platzhalter. Ist mir jetzt auch egal. Komm. Ich will euch ja nicht 10 Jahre festsitzen. Und außen wird es wieder dunkel. So, ist jetzt nicht wirklich wunderhübsch, aber naja, man kann es als Firmenlogo durchgehen lassen für unsere neue... Genfirma, die hier unten ihre Versuche angestellt hat, so dass quasi die ganze Welt ausgelöscht wurde und nur noch Zombies des Nachts herumlaufen und Skelette und komische, grüne, genetisch veränderte, selbst explodierende Wesen, die damals als biologische, ja, Waffen eingesetzt werden sollten. Ja. So, ich gehe mal schlafen, damit uns die grünen biologischen Waffen nicht angreifen. Und jetzt mal schauen, was wir da als nächstes eventuell noch machen können. Jetzt müssten wir ja ohne Gefahr nach unten stiefeln können. Ah, es gibt so viel zu tun noch, meine Güte. So, Holz brauchen wir auf jeden Fall. Das sieht doch schon mal nach Akzenten aus da unten. Und jetzt können wir da unten nämlich auch unser schönes Geheimlabor bauen. Während wir hier oben immer noch Holz brauchen. Und für Holz brauchen wir natürlich was? Genau. Viel Geduld auf jeden Fall. Hier noch Glas ohne Ende. Das packe ich mal da rein. Und jetzt haben wir, wo ist denn da? Jetzt haben wir hier 8 Eierohre. Und Eierohre packen wir gleich mal rein. Und das Glas packen wir gleich mal raus. Wo ist denn unser Glas? Da können wir ja kombinieren. Jetzt haben wir noch 14 Glas auf Tasche und 64 auf Lager. Ist immer gut. Hier können wir noch die graue Wolle raustun. Und ja, die Zeplings können wir raustun eigentlich mal. Ansonsten haben wir nur Dirty Harry hier am Start und Blümchen. Bone Meal packe ich mal dahin, die Knochen nehme ich immer mit. Leitern haben wir auch keinen. Ach, wir können ja alles eh nach unten packen. Ich muss doch hier unten, ich brauche hier oben keine Wirtschaft mehr betreiben. Mensch. Was? Cobblestone? Ach, Moosstein. Der Moosstein sieht aus wie Cobblestone. Da ist doch gar kein Moos dabei. Merkwürdig. So, eine Kiste haben wir noch. Die können wir auch noch irgendwo hinpflanzen. Ach, wir haben ja übrigens eine Axt dabei. Aber diesmal mache ich mal eine zweite Axt. So, wo haben wir denn? Da ist ja zack, zack, zack. Einfach nur, damit wir jetzt ein bisschen mehr Holz sammeln können, weil wir brauchen ja offensichtlich auch mehr Holz. Und die Saplings hätte ich eigentlich gleich mal mitnehmen können. Dann hätten wir direkt mal ein bisschen aufforsten können. Und hier wollten wir seit Ewigkeiten ja mal angeln gehen. Ach Mensch, was wir nicht noch alles machen wollen. Und ständig hängen wir nur an dieser öden, durchgeschleichten Bude rum. Und nie unternehmen wir mal was. Wie irgendwie einen Spaziergang oder... Ich weiß auch nicht, Schafe mit der bloßen Faust in den Hintern zu schlagen. Mensch, was für eine frustrierende Staffel, wo wir nur an dieser einen einzigen Baustelle bauen. Ach, schade. Man hätte ja wieder so viel anfangen und nicht zu Ende bauen können. All die Möglichkeiten sind verschenkt. Da hinten sehe ich noch Birken wirken. So, die Bäume hier kriege ich auf gar keinen Fall weg. Der ist auch zu groß. Könnte ich mit dem Feuerzeug eigentlich mal abroden.
Aber ich habe gehört, dass Leute Angst kriegen, wenn ich ein Feuerzeug in der Hand habe. Seit gewissen damaligen Ereignissen, an die sich heute schon niemand mehr erinnern kann. Was war das? Folge 54? Oder was war das? Ach man, das ist ja auch schon 1000 Jahre her. So, wir wollten da drüben auch nochmal die Gegend erforschen. Ich erinnere mich und wir werden es auch tun. Wir können ja jetzt mal ganz kurz rüberschauen. So, nur mal ganz kurz, nicht für lang. Einfach weil da Schafe sind und das ist eine super Ausrede für mich. Mäh, 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 mäh. Mäh, ich bin einer von euch. Mäh, hau dir auf die Fresse. Genau dir, mein wolliger Bruder. Mäh, auf die Fresse. So, da hinten sieht es aber auch wieder interessant aus. Da drüben und da drüben. Und überhaupt sieht ja alles interessant aus, weil das hier alles so kleine Inseln sind irgendwie. Eine höchst interessante Map, wenn ich das mal so sagen darf. Oh ja, höchst interessant. Und ich höre jetzt schon einen Zombie. Und man soll sich nie an Höhlen aufhalten, wenn Hühner in der Nähe sind. Ja, genau die Hühner meine ich. Die dann nämlich immer einen runterschubsen wollen. Der ein oder andere von euch hat da ja vielleicht schon seine Erfahrung mitgemacht. Nee, pass mal auf, ich gehe da nicht runter. Aber wir merken uns die Höhle mal vor. Und zwar mit einer Fackel, die wir nicht haben. Ach, ich kann doch hier auch Bäume fällen auf der Insel. Was soll denn das? Da kann ich doch hier ganz gemächlich einmal mal den weghauen und den da und den da und den da. So, und dann auch den da. Und dann machen wir schön eine kahle Insel. Machen wir die richtige Rodung, machen wir hier. Verkaufen wir das tropische Holz aus dem Regenwald einfach an den Maisbietenden. So machen wir's. Wer braucht schließlich schon Bäume? Da fährt man ja doch nur gegen, wenn man besoffen ist. Scheiß Natur. Wer braucht die? Wir Menschen stehen ja über der Natur, wie wir wissen. Wir sind ja die Krone der Schöpfung. Ich habe eine Spinne gehört. So. Die Krone der Schöpfung reißt hier weiter einfach mal die Bäume aus dem Boden, so wie es sicher gehört, nicht wahr? Für jeden ordentlichen Umweltfan. Eigentlich müsste es hier noch Erdölquellen geben. Ach, das wäre schön. Und dann kann man so Erdöllecks verursachen, wo dann ganz viele Tiere krepieren und so. Mensch, das wäre super. Dann würde ich mir aus farbiger Wolle erstmal das BP-Firmenlogo über die Behausung hängen. Dann könnte man die Exxon Valdez nachbauen auf dem Meer. Ach, da gibt es so schön viele Möglichkeiten. Oder man könnte auch Arschtrompete spielen, natürlich. So, die sammeln wir die Saplings überhaupt ein? Doch, ich glaube schon. Und dann nehme ich hier mal ein bisschen was mit. Ach, da kann ich die Birken, kann ich doch eigentlich auch mal einsammeln, weil von den Birken brauche ich auch ein paar Setzlinge und zwar gar nicht mal wenige. Ich muss dann nur immer die Sonne im Auge behalten, damit es nicht zu schnell zu spät wird. Und dann haben wir bald einen ganzen Arsch voll Holz zusammen, wenn ich das mal so sagen darf. Eine ganze Arschladung. Und da hinten ist das noch eine Höhle. Moment, da muss ich gleich nochmal gucken. Und vor allen Dingen muss ich nach der Sonne schauen, nicht, dass wir uns hier wieder verplappern, ne? Ihr redet ja immer so viel, das finde ich total schrecklich von euch. Und das hier ist einfach nur irgendwie, da ist ein Meteorit mal reingestürzt oder so. Das seht ihr bei Minecraft zuweilen öfter. Und dann kann man sich überlegen, wie sind diese Krater wohl entstanden? Diese Gesichtskrater. Kann man sich ja auch mal bei dem einen oder anderen fragen, ne? Also, wie ist dieser Gesichtskrater wohl entstanden? Schwere Kindheit gehabt.